So, wir stehen jetzt hier am Happy Traveler, ne? Jawohl. Das ist der Heino. Sehr cool. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, ja, dass wir mal einen Blick hinter den Kulissen werfen können. Und ihr macht jetzt gerade hier die Wartung, ne? Ja, richtig. Und was, was machst du jetzt genau hier? Kannst du das mal erklären? Ja, es muss jeden Tag das Geschäft einmal nachgeschaut werden. Das heißt an Splinte, Bolzen, ne? Das ist eigentlich das Wichtigste. Dann werden die Zugstangen alle kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Dann werden die Deckel aufgemacht und dann muss einmal abgefettet werden. Das heißt hier einmal den kompletten Drehkranz, ne? Und die Fettnippel. So wie die vier Kreuze, so wie auch den Teller. Und den Hauptdrehkranz, den Kugeldrehkranz. Wie lange geht so eine Wartung von so einem Breakdance? Kann man das sagen? Ja, so anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden brauchst du? Und das jeden Tag? Das jeden Tag, ja. Wie lange gibt es den Breakdance hier schon? Seit 1986. Ne? Das sieht man die gar nicht an. Nee, das ist auch ein Exot unter den Breakdancern. Ne? Ja. Das ist der einzige Breakdancer, der teilüberdacht ist. Ja. Komplett. Ne? Mit seinen vier Schirmen, die einzigartig sind. Teilmarkise. Ne? Wir gehen jetzt mal unter das Geschäft. Hanno will mir das nochmal zeigen. Das ist ja so aufregend für mich. Dann zeige ich Hanno nochmal die heiligen Hallen. Ein Hochleistungskompressor. Der bestückt alle vier Kreuze. Ja. Ne? Und füllt die kleinen Behälter. Der große Kompressor, der hinten ist, das ist die Bremse hier am Motor. Und jeder Motor hat einen Lüfter. Ja. Hier ist der Lüfter. Das hier, das ist ein ganz großer Lüfter, der kühlt wieder den E-Motor. Ne? Weil hier unten ist ja wenig Zirkulation. Ja. Ne? Und hier sind die Teile, die. Das ist ein Pulsgetriebe, ein Panzergetriebe. Echt? Ein Panzergetriebe? Alter, das ist krass. Das weiß man gar nicht. Darum ist das auch so laut. Aber ich finde das geil, wenn das laut ist. Ja, ja. Das muss laut sein. Also ein Panzer fährt ja heute auch. Ja. Und das ist ein Panzergetriebe. Ja, bei mir haben wir ein Panzergetriebe genommen, weil das Panzergetriebe kurz ist. Ah. Ne? Weil da hat ja so und so viel Zahn, also Ritze, Übersetzung, dass der Motor das auch übersetzen kann. Weil es ist ja so, ich werde in der Mitte angetrieben. Ja. So. Die Platte hat 12 Meter Durchmesser. So, das muss ja in die Gänge kommen. Das kann man nur über eine gute Untersetzung. Da haben wir damals entschieden für ein Panzergetriebe. Ja, schönstes Erlebnis an dem Geschäft? Ob jetzt von einem Besucher oder allgemein so, ja, was so dein schönstes Erlebnis war? Mein schönstes Erlebnis war mal, da war eine Frau, die war 82 Jahre. Die stand da unten, die war aber so noch rüstig, ne? Also keine Krücken und so, dann ist sie zur Kasse gegangen. Ja, schön und gut. Und dann, aber jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie sieht's denn aus? Dann ist sie langsam hier hochgekrabbelt, hat es eingestiegen und da habe ich so gedacht, sind wir noch alle viel zu Mann, ob die sich jetzt vertan hat? Ne? Ja. So lasse ich euch natürlich hier nicht raus. Ist, also die Oma steigt ein. Ich sag das Mikrofon. Junge Frau, alles in Ordnung. Mach noch meinen Scherz. Sie macht so. Ich fahr los. Er ist langsam. Dann macht sie. Soll mal Gas geben. Dann bin ich richtig gefahren. Dann ist sie ausgestiegen. Zeigt mir den Daumen. Kommt hierher zur Kasse, ganz langsam, und sagt, das war mal wieder eine tolle Fahrt. Also geht auf Volksfestplatz, kommt auf die Bremer Ussewiese 2017, läuft ja so 16 Tage und kommt vorbei, fahrt damit, es macht Spaß, macht Laune.